So, jetzt sind wir angekommen am Hüblerberg. Sandra sagt, sie braucht Anlauf. Aua, aua, Brennnessel, aua, aua! Steigung! Ja! Können wir umdrehen? Nee, geh mal weiter, komm. Hey Leute, herzlich willkommen. Neues Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin gerade auch im Auto unterwegs und auf dem Weg Richtung Moers, denn in Moers wird unser heutiger Startpunkt sein. Und die Tour heute, die werde ich nicht alleine machen, denn ich habe zum ersten Mal Begleitung dabei. Ja, Sandra wird mich heute begleiten. Sandra werden wir jetzt in Moers abholen und Sandra hat auch die Tour für heute geplant. Ja, was hat sie geplant? Ich glaube knapp 72 Kilometer, ein paar Höhenmeter. Starten, wie gesagt, in Moers, rüber nach Krefeld zum Hülserberg. Dann weiter Richtung Tönnesforst, hoch nach Kempen wieder, rüber nach Neukirchen-Flüen und dann nach Moers. Joa, hört sich interessant an. Wir fahren jetzt erstmal nach Moers, holen die Sandra ab und dann geht's weiter. Bis dann. Yeah, 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 yeah! So, auf geht's! Sandra! Hier! Da bist du! Yes. So, wir fahren jetzt erstmal ein Stückchen, weil hier ist langweilig. Und dann geht's gleich weiter. So, ich voll und hab mein Garmin vergessen. Ich muss jetzt vollkommen auf Sandra vertrauen. Schöner Vorteil ist, ich weiß nie, wie weit wir schon sind. Irgendwann sagt sie mir dann an, so, wir sind am Ziel. Und das war dann super. Freue ich mir. Ja, Traum. Weiter geht's. So, jetzt sind wir angekommen am Hüblerberg. Sandra sagt, sie braucht Anlauf. Sandra macht jetzt mit Anlauf. Da kommt der Blick. Fahr mal, sag mal, wie schön es war. Ich komm dann, ich trinke Kaffee. Fahr jetzt den Berg hoch. Bergfahren ist toll. So, erstes Stück geschafft. So, nur ein kleiner Berg. Da lache ich drüber. Easy. Ja, richtig easy. Ja, aber da muss wieder filmen. Natürlich. Na klar. Yay! Super. Für euch zur Info, Sandra ist die viel größere Influencerin übrigens. Die hüpft die ganze Zeit für Fotos durch die Gegend. Hat sich hier wieder alles geboten kriegt auf dieser Tour. Unglaublich. Jetzt reißt sie das ganze Ding ab.
So, wir sind jetzt hier am Wildtiergehege Nummer 1. Hier sind die Wildschweine. Hi. Ja, komm. Komm. Du fährst, was? Aua, aua, Brennnessel, aua, aua! Aua. Die Tour hätte auch ich planen können. Bei mir ist es auch immer so ein Chaos. Weil ich den Weg jetzt lang gefahren bin, den Sandra mir gesagt hat, bin ich jetzt schuld, dass wir das Rotwildgehege nicht gesehen haben. Wir fahren jetzt einen anderen Weg nochmal zum Rotwildgehege zurück, um auch das Rotwildgehege gesehen zu haben, weil das hat Sandra ja extra eingeplant. Deswegen machen wir das natürlich jetzt auch. Wir sehen hier einen kleinen Knick. Sehen wir, glaube ich, nicht. Ne? Einen kleinen Knick fahren und dann sind wir am Rotwildgehege. Wir versuchen unser Glück jetzt mal. So. Natürlich laufen wir hier hoch, was natürlich für ein Gravelbike lebensgefährlich ist. Nicht, dass wir das nicht kräftemäßig könnten. Logisch, könnten wir das. Wenn wir Graveltour machen, dann eine richtige. War eine super Idee. Super, ne? Noch da sind Rehe, guck mal. So. Katrin, was ist los? Oh. Ja dann. Ja dann. Kein Problem. Sind angekommen. War leicht, oder? Easy. Easy. Was sind denn schon Berge für uns? Was sind schon Berge für uns, genau. Hügelig, wir sind ja niemals ein Berg gewesen. Das ist ja kein Berg. Das ist ja kein Berg hier. Das ist ja einfach nur. Das ist ein kleiner Sandberg höchstens. Kleine Anhöhe, mehr war ne? Hä? Das ist heute so das Wort. Hä? Was hast du gesagt? Der Wind war so laut. Was hast du gesagt? Hä? Naja, wir werden jetzt hier Pause 16 oder 17 machen. Wie man das von mir halt kennt. Und dann geht's weiter. Dann müssen wir jetzt wieder hier runter gleich, oder? Ja, voll gut. Geil. Ich kann mal noch mal hier so richtig da. Guck mal, da so richtig gefährlich. Das wird übel. Rett mich, leg mich lang. Ja, du fährst vor. Dann wird's lustig. Wenn ich falle, dann weißt du hier nicht langfahren. Okay. Wald verlassen, jetzt geht's gleich wieder auf Asphalt weiter. Jetzt sind wir wieder am ursprünglichen Punkt angekommen. Und jetzt machen wir erstmal ein paar Kilometer. Wir sehen uns gleich wieder. Wow!
Grandios. Grandios. So reicht für heute, wie gesagt. Voll gut. Ist denn schmackig? Joghurt Rhabarber und Milchreis mit Zimt. Mhm. Was sagst du? Gut? Beides voll super. Beides voll super. Ein Riesenumweg deswegen gefahren. Nur für Eis. Wie verzweifelt musst du sein? Wir genießen das jetzt noch. Mhm. Weil das ist nämlich gemein, was wir jetzt hier gerade machen. Aber das ist richtig gut. Sag das noch ein paar Mal. Ist es gut? Das ist richtig gut. Ist gut. Richtig, ist gut. Richtig, richtig gut. Ist richtig gut. Mmh, boah, ist das gut. Mmh. Oh. Mmh. Das erfrischt auch so, ne? Absolut. Richtig gut. Richtig gutes Zeug. Mmh. So, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich jetzt gerade erwähnt hatte, dass das Eis sehr lecker war. Hatten wir das erwähnt? Nein. Das Eis war sehr lecker. War das sehr lecker? Sehr, sehr lecker. Wir fahren jetzt weiter. So, wir sind jetzt im wunderschönen Campen angekommen. Ist es nicht so interessant, auch wenn Campen schön ist, aber vom Fahren her nicht so toll. Ja, wir fahren mal. So, jetzt sind wir hier in St. Hubert. Boah, ist das schön hier! Nur Sch*****wege hier! Ah! Nie! Nie! Was hast denn du hier geplant? Was machst du denn? Oh, guck mal hier! Warte, warte! Nee, super! Wirklich, also 1A, 27 Zecken an den Beinen, 500 Brennnesseln. Doch, fährst du denn jetzt auch nochmal, oder? Grandios, wirklich. Grandios. Aua, 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 aua. Sind wir überhaupt richtig? Ja, ja, bestimmt. Ja? Hast du mich hingesetzt oder hast du mich jetzt hingelegt? Nee, super. Also wirklich, muss ich sagen. Klasse. Wie viele Kilometer geht das denn jetzt noch? Kann ich umdrehen? Nee, geh mal weiter, komm. Zieh jetzt durch. Nee, ja. Also hast du... Habe ich gut geplant. Super. Wie, also guck mal. Ach Gott. Oh. Oh. Vorsicht, Brennnessel. Paradies für Zecken auf jeden Fall. Jetzt. Auf jeden. Oh, Stufe. Ja, ganz schlimm. Oh. Echt toll, tolle Plan, tolle Tour. Komm, fahr jetzt! Halt die Schnute, Mann! Hey, hallo! Grandios, also... Vorne ist zumindest schon mal eine Straße. Doch, wir haben es geschafft. Ja. Unglaublich. Wow. Was für ein Gravel-Feeling. Ja.
Also, ich sag ja, ich hätte es nicht schlechter planen können. Läuft. Nee, also war also grandios. Also, so. Blut. Nee, also war schön. War schön. Also, hab ich schon lange nicht mehr erlebt, sowas Schönes. Also, da ist jegliche Tour, die ich gemacht habe, kannst du in die Tonne kloppen. Ich fange dann jetzt auch mal an, mein Fahrrad mal ein bisschen von dem Blümchen zu befreien. Schön, wenn man jetzt so eine Brennnessel seinem Fahrrad holen soll. Ja, meine Beine einfach aussehen. Wahrscheinlich wie meine. Ja, könnte. Glaubt dir vor allem keiner, wenn du nicht auf Kamera hast. Nee, super. Super. Also super. Wie geht's deinen Beinen? Schrammig, blutig. Ja. Dreckig. Als wenn du mit der Katze gekämpft hättest. Ein wenig. Unglaublich. Ja, du auch? Ja, ich habe hier schon so eine schöne Stelle. Ah ja, haben wir auch mehrere. Ne? Ja. Ja, ja. So, wir ziehen uns jetzt aus und dann untersuchen wir uns gegenseitig auf Zecken. So viel Blut verloren auf den letzten Kilometern. Wird nix. Ah. Wie viel Kilometer? 50. Plus die Umwege. Ziehen wir mal locker 5, 6, 7 ab. Aber wichtig ist, wir haben ja Spaß. Wir haben ja Spaß. Richtig Spaß. Haben wir Spaß? Voll. Voll. Geradeaus? Da und dann da irgendwann. Bist du dir sicher? Ja. Ja. An den Knie hat wehgetan. So, wir laufen jetzt hoch. Weil Sand. Weil hier Sand ist. Und weil wir auch keinen Bock haben, den Berg hochzufahren. Nee, es ist echt. Also hier. Nein, es geht einfach. Rutscht du nur weg. Hier ist Modellflugbetrieb. Hier steht aber Spaziergänger und Reiter. Wir sind ja Fahrradfahrer, also fahren wir einfach weiter. Jetzt gerade eine kleine Rast an der Tankstelle, da wir aufgrund der vielen Umwege, die Sandra geplant hat, nichts mehr zu trinken hatten.
Wir haben uns jetzt dazu entschieden, die Strecke ein wenig zu verändern, weil wir ja eh schon so viele Umwege gefahren sind. Und wo geht's jetzt weiter? Diese Tour bietet alles. Wir hatten Gravel. Wir hatten pure Wildnis. Wir sind durch Felder gefahren. Ihr habt es gesehen, es ist unglaublich. Und als Highlight fängt es jetzt noch an zu regnen. Letzten Kilometer. Jo. Auf geht's. Endspurt. Wir sind am Ziel. Und das Schlimme ist, obwohl wir massiv abgekürzt haben, haben wir 73 Kilometer auf der Uhr. Toll, können weiterfahren. Also wir haben die Halde Norddeutschland ausgelassen, weil die fahren wir in einem anderen Video. Ja, wenn euch das Video gefallen hat mit der Sandra, dann lasst ein Like da. Das war super. Komm. War super. Toll, Abend. War super. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.